Der Zentaur im O, das Fabelwesen aus der griechischen Sagenwelt, gehört längst zu unserem Stadtbild. Allein in Deutschland findet sich das markante Logo an über 1500 Rossmann-Drogeriemärkten wieder. Mit über 26.000 Mitarbeitern gehört Rossmann heute zu den drei größten Drogerieketten des Landes. Angefangen hat die erfolgreiche Firmengeschichte vor fast 40 Jahren mit einer Idee des Inhabers und Gründers Dirk Rossmann. Die Tube Zahncreme hatte einen Festpreis wie Bücher. Jeder Händler musste den gleichen Preis nehmen. Und dann hat die damalige SPD-Regierung 1971 die Gesetze verändert. Und da habe ich mir gedacht, mit 25 Jahren, denn passiert was ganz Neues. Es gab damals nur Drogerien, die so aufgebaut waren wie Apotheken. Also der Kunde kam rein, ein Tresen, ich möchte eine Flasche Odol haben. Und das war natürlich viel zu teuer. Und dann habe ich 1972 in Hannover den ersten Selbstbedienungsdrogeriemarkt aufgemacht. Mhm. Und das war ein Riesenerfolg. Und so begann die Erfolgsgeschichte von Rossmann und überhaupt der Drogeriemarkt. Durchschnittlich 14 Mal im Jahr betritt heute jeder Bundesbürger einen Rossmann-Drogeriemarkt. Der gehobene Parfümerie- und Drogeriediscounter präsentiert sich auf großzügigen Verkaufsflächen, hochwertig in den Farben Weiß und Rot, mit modernen Ladenbauelementen und lichtstarken Leuchtsystemen. Sortimentsschwerpunkte sind Haar- und Körperpflege. Außerdem hat sich das Unternehmen bei den Themen Parfüm, Kosmetik, Pharmazie und Tee einen Namen gemacht. Die Erfolgsfaktoren der Rossmann-Drogeriemärkte sind ein an den Verbraucherwünschen ausgerichtetes Sortiment, wettbewerbsfähige Verkaufspreise und permanente Kundeninformationen durch Printmedienwerbung. Wir führen weiterhin eigene Marken in hervorragender Qualität zu günstigsten Preisen, was uns mittlerweile über 100 Mal von Ökotest bzw. Stiftung Warentest bestätigt wurde. Unsere Märkte liegen in der Regel in 1A Innenstadtlagen, in Einkaufs- bzw. Fachmarktzentren oder auch in Bahnhöfen. Rossmann ist mein Drogeriemarkt. Und meiner auch. Jedenfalls hat Rossmann eine riesengroße Auswahl. Das Sortiment von Rossmann ist im hohen Maße markenartikelorientiert und hebt sich vor allem durch seinen Umfang in Breite und Tiefe der geführten Warengruppen vom Wettbewerber ab. Es umfasst über 17.000 Artikel. Ein Schlüssel zur erfolgreichen Entwicklung sind auch die hauseigenen Marken. Bereits 1997 wurden die ersten eigenen Rossmann-Marken Baby Dream, Sanozon und Facel eingeführt. Heute umfasst das Rossmann-Qualitätsmarkenprogramm 43 Marken mit insgesamt rund 3.000 Artikeln für Haar- und Körperpflege, Sonnenschutz, Kosmetik, Baby, Tiernahrung, Hygiene und Haushalt. Damit verfügt Rossmann über das umfangreichste Eigenmarkensortiment bei Drogeriewaren in Deutschland. Im Qualitätsvergleich schneiden die Rossmann-Marken häufig sogar besser ab als manches Spitzenprodukt der Markenindustrie und sind dabei sogar noch zwischen 30% und 50% günstiger als der jeweilige Marktführer. Und schlagbar günstig. Mit Babymilch und vor allem Naturkost der Marke Enerbio etablierte Rossmann eigene, innovative Produktideen in äußerst sensiblen Bereichen. Für zahlreiche Enerbio-Produkte gab es bereits Silber- und Goldmedaillen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG. Erfolgreich entwickelt sich auch, seit 7 Jahren, das Rossmann-Weinsortiment. In 1200 Verkaufsstellen werden bis zu 86 verschiedene hochwertige Weinsorten geführt. Wer auf der A7 in Richtung Großburg-Wedel unterwegs ist, sieht sie schon von Weitem. Die kantige Silhouette der Rossmann-Zentrale mit dem 30 Meter aufragenden Hochregallager. Die Zentrale wurde im September 1992 bezogen und seit dem Jahr 2000 schon 4-mal erweitert. Hier arbeiten 1200 Mitarbeiter in der Verwaltung, Einkauf und Vertrieb sowie dem angeschlossenen regionalen Verteilzentrum Nord des Unternehmens mit fast 30.000 Quadratmetern Lagerfläche. Doch um die über 75.000 Auslieferungstouren allein im Jahr 2008 bewältigen zu können, sind neben dem eigenen Fuhrpark weitere Verteilzentren nötig.
So übernahm 2007 das neue Logistikzentrum in Landsberg bei Halle die Funktion der Rossmann Logistikzentrale. Hier wurden allein 50 Millionen Euro investiert, um auf fast 70.000 Quadratmeter Gesamtlagerfläche die enormen logistischen Anforderungen der Distribution leisten zu können. 500.000 Positionen pro Tag werden hier von 700 Mitarbeitern bearbeitet. Denn um allein die Versorgung der Drogeriemärkte sicherstellen zu können, verlassen tagtäglich bis zu 10.000 Rollboxen voller Waren die Verteilzentren. Von der Bestellung bis zur Auslieferung an alle Verkaufsstellen vergehen dabei nur 2 Tage. Außer in Landsberg und Großburgwedel gibt es noch weitere regionale Logistikeinrichtungen in Erfurt, Unterschleißheim sowie in Leverkusen. Seit seiner Gründung 1972 wuchs Rossmann sowohl durch systematische Expansion als auch durch Übernahmen. Jährlich werden rund 100 neue Rossmann-Märkte eröffnet. Schon 1982 war das Unternehmen mit 100 Filialen Marktführer in Norddeutschland. 1991 begann die flächendeckende Expansion in den neuen Bundesländern. 100 Märkte wurden allein im ersten Jahr eröffnet. Im Jahr 2000 wurden von der Rewe Handelsgruppe 90 IDEA Drogeriemärkte, in den Jahren 2003 bis 2005 von der Tengelmann Gruppe 400 KD Märkte erworben. Seither ist Rossmann auch im Süden und Westen der Republik vertreten. 2008 erwarb Rossmann schließlich die 160 Drogeriemärkte des schleswig-holsteinischen Unternehmens Kloppenburg. Damit diese Expansion effizient verläuft, sorgen 90 Verkaufs- und Bezirksleiter heute für ein einheitliches Erscheinungsbild des Vertriebnetzes in ganz Deutschland und optimieren permanent die personelle und strukturelle Qualität des Unternehmens. Rossmann stellt sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung, jungen Menschen eine berufliche Perspektive im Handel zu bieten. Über 900 Azubis lernen derzeit in 7 Ausbildungsberufen und 4 dualen Studiengängen im Unternehmen. Die Übernahmequote ist hoch und liegt bei über 80%. Am Anfang der Ausbildung stehen die traditionellen Begrüßungstage in der Zentrale. Für Fortbildung und Schulungen aller Mitarbeiter steht mit dem Waldhof ein eigenes Seminarzentrum in der Lüneburger Heide zur Verfügung. Die zurückliegenden 10 Jahre waren die erfolgreichsten Jahre in der Firmengeschichte. Es ist uns gelungen, durch organisches Wachstum und durch die Übernahme von 2 Wettbewerbern nicht nur die Filialanzahl mehr als zu verdreifachen, sondern wir haben den Umsatz mehr als verfünffacht und das Eigenkapital von 17% auf über 32,5% erhöht. Umsatz und Expansion der Unternehmensgruppe Rossmann haben in den letzten Jahren kontinuierlich an positiver Dynamik gewonnen. Mit 2-stelligen Zuwachsraten seit 10 Jahren und über 21% Umsatzsteigerung im Jahr 2008 belegt Rossmann Platz 22 der am schnellsten wachsenden Handelsunternehmen weltweit. Auch die Gesellschaften in Polen, Ungarn, Tschechien und, seit April 2009 ganz neu, Albanien entwickeln sich dynamisch. Im Ausland engagiert sich Rossmann mittlerweile seit 17 Jahren. Im Mai 1993 eröffnete im polnischen Lodz der erste ausländische Rossmann-Markt. Heute führt Rossmann im Ausland 650 Drogeriemärkte und beschäftigt dort über 6.000 Mitarbeiter. Und das Ziel für die nächsten Jahre? Auch 2009 wird Rossmann seine Expansion im In- und Ausland fortsetzen. 150 neue Drogeriemärkte sind geplant. Gleichzeitig wird am Sortiment gefeilt. Zusätzliche Artikelgruppen wie Schul-, Schreib-, Spiel- und Haushaltswaren sollen Bestandteile eines neuen, noch erfolgreicheren Rossmann-Konzeptes werden, mit dem Rossmann seine Stellung in Markt und Branche weiter festigt und ausbaut.